Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben den übelsten Samstag-Nachmittag-Essen-Motorshow-Tag hinter uns. War wirklich brutal, wie geil voll es war. Also wir haben wirklich von 10 bis 16 Uhr durchgehend am Tresen gestanden. Und wir wollen aber trotzdem ein bisschen Content bringen. Deswegen laufen wir mit euch jetzt nämlich nochmal über die Essen-Motorshow. Erstmal geil, wie viel überhaupt los war. Wir mussten uns jetzt gerade vom Stand auch erstmal kurz verpissen, weil sonst schaffen wir das nicht, da gleich ein bisschen Ruhe reinzubringen. Weil Daniel Animal Racing hat nämlich tatsächlich sein Zeug aufgebaut und er will nachher noch an der Limo was scannen. Aber wir gehen ja erstmal gucken, was es auf dieser Messe noch so zu gucken gibt. Wir können nicht überall drauf eingehen. Ja, das Internet ist ja voll wieder mit Videos von der Essen Motorshow. Aber ich denke mal, so ein paar Highlights können wir uns auf jeden Fall hier nochmal kurz rauspicken. Und das machen wir jetzt. Ja, eigentlich wollte ich euch jetzt hier hinter mir die Tuning Experience zeigen. An der Stelle auf jeden Fall schon mal vollsten Respekt an Sven Schulz. Der stellt immer die Autos zusammen, die hier stehen dürfen. Aber Sunshine Live gibt schon wieder richtig Gas. Und die feiern scheinbar eine kleine Techno-Party. Ich glaube, wir müssen morgen früh leider hier nochmal wiederkommen. Aber das macht ja nichts, weil dann gucken wir uns nämlich einfach mal die Autos von Herrn Krämer an. Weil da wird's auf jeden Fall ein bisschen ruhiger sein. Ja, und da sind auch schöne dabei. Fahrgeräte dabei. Also, auch dieses Jahr wieder erstmal Stand. Finde ich geil. Die Idee, die Autos wie bei ihm im Museum auf dem Podest zu stellen, ist definitiv nicht die dümmste. Alleine wegen Leute, die nicht so nah rangehen können und so. Ne? Ich meine, ein Auto wirkt anschließend natürlich immer anders, weil es halt einfach, weißt du, man hat einen anderen Blickwinkel aufs Auto. Ne? So, ne? Aber es ist natürlich auch dementsprechend umso geiler, wenn man halt mal einfach ins Endrohr reingucken kann. Ne? Tja, sonst so, was ich witzig fand, wir hatten beide genau die gleiche den gleichen Gedankengang, als ich Jean-Pierre Bilder von dem Abarth geschickt habe. Irgendwie ist der Beetle schon recht nah dran an dem Abarth. Ja. Also ich finde nicht unbedingt vom Konzept her, auch gar nicht so vom Umbauaufwand, sage ich jetzt einfach mal, sondern es ist beides irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal einfach Auto aus der Simulation. Aus dem Spiel halt, ne, irgendwie. Wobei, als ich den Beetle gesehen habe, die ersten Bilder davon, muss ich wirklich sagen, also das Ding gefällt mir. Generell, die Qualität aller Autos ist dieses Jahr definitiv hier auch nochmal wieder gestiegen. Also letzte Essen Motorshow mit Supergolf und Momentum war ja schon krass. Jetzt 5-Zylinder Beetle, VR6, hinten Golf 2. Klar, Boost Wars, GTR schon immer. Und bei der Supra ist halt einfach das Design das Krasse, ne? Hier war übrigens das gleiche Problem wie bei uns, Makrolonscheibe, aber das Ganze sieht natürlich nur gut aus, wenn eine Zierleiste drauf ist. Deswegen auch hier auf die Makrolonscheibe die originale Dichtung gesetzt. Ne? Aber sonst so? Ich habe auch schon ein, zwei Bilder davon gemacht. Wenn man so vorsteht, sieht das Ding jetzt so breit aus, dass man schon wieder fast denkt, auch durch den Scheibenkeil, dass es geschoppt ist. Genau. Ja, dachte ich auch nämlich. Dass das ganze Auto flacher ist, ja. Auch weil die Sitze so brutal tief drin sind, ne? Dass man irgendwie... Ja. Nee, schon. Ich finde, in live wirkt dieses Auto auch nochmal ganz anders als in den Videos so. Ja, alleine auch. Man darf bei sowas halt immer nicht vergessen. Als Beispiel, ich an dem Abarth habe jetzt irgendwelche gekauften Teile einfach nur angeflanscht. Und hier ist es ja schon so, dass es wirklich passend designt und gebaut wurde. Ne? Ja. Und da sind halt schon so Sachen, wie dass man hier von vorne auf den Reifen so krass gucken kann. Und ein Riesenpunkt wird halt einfach, ist das halt, ne? Nee, also das ist schon ein krasser Punkt, der auf jeden Fall dabei nicht zu unterschätzen ist. Ja, und dann wären wir jetzt hier nämlich auch bei, was hast du hier zum Design? Ich finde es mega, ich finde es richtig, richtig cool gemacht. Was ich krass finde ist, wie heftig bei dem Design der Breitbau verschwindet. Ja. Also das ganze Auto sieht breit aus, aber die einzelnen Teile sieht man fast gar nicht mehr. Ist so ein bisschen wie so ein Erlkönig, wo man es am Ende auch kaum noch sieht. Ne? Das finde ich schon krass. Extrem geil. Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß das jetzt schon. So, die Variante Sternmatt, ja, Bett genau. Glänzend. Finde ich so gut. Ist irgendwie schon cool. Also muss man einfach mal so sagen, Ideen hat er ja immer, so Autos in Szene zu setzen. Ne? So, weil klar, es ist nichts, es ist keine Weltneuheit, aber es passt halt einfach wie Arsch auf einmal auf dieses Auto drauf. Ne? Ja. Und auch das Felgendesign allgemein passt perfekt dafür, finde ich. Und auch die Sachen zum Beispiel in Schwarz-Matt zu lassen. Ne? So, und dann hier ist jetzt nämlich nochmal wieder der krasse Unterschied. Dieses Auto hat ja, was weiß ich, wie viele Designs schon bekommen. Und ich persönlich finde das Design richtig gut. So, weil ich bin ja eher so der dezentere Typ, also bis ich sowas so machen würde, dann müssen noch ein paar Jahre vergehen. Ja. Aber einfach nur so diesen dunkelblauen Streifen mit ein bisschen Neon-Orange und passend dazu die Felgen in diesem Blau. Und orangefarbene Sättel. Genau, und passend dazu die Sättel. Ist halt schon geil. Also das kann schon was. Guck, da ist auch gerade der Folierer zu.
Wo war ihr, Engine? Hi. Hi. Ich wollte eigentlich nur Ciao sagen, weil wir sehen uns bestimmt erstmal nicht mehr. Nicht mehr? Du haust jetzt ab, oder wie? Ich hau jetzt ab. Morgen bin ich nicht da. Ich habe gerade gesagt, geil und extrem geil. Ja. Zu dem habe ich eine kleine Story. Wir haben so überlegt, welche Autos von uns jetzt auch für Messe stehen, also die wir foliert haben. Haben wir die so aufgezählt, hat der eine gesagt, GTR. Weißt du, weil ich so, hey, da haben wir doch nur einen Streifen gemacht. Ich habe wirklich voll vergessen, dass wir den Wagen in weiß, also in diesem hellen Grau foliert haben. Ja. Das ist schon so lange zurück. Jetzt muss man dazu sagen, Engine foliert die ganzen Autos für Jean-Pierre. Im Keller drin, falls es einer jetzt gerade nicht Untergeschoss, weiß. Bitte. Untergeschoss, sorry. Ja, es ist ja in der Halle auch schwierig, weil eigentlich ist ja nicht mehr Untergeschoss, weil du kannst ja eben eher nicht immer noch reinfahren, ne? Deswegen ja, ist ja genau. Eigentlich. Nee, aber ich finde auch, dass das Auto definitiv dazugehört. Alleine, weil es ja euer ältestes Auto auch ist, von der Zeit her, ne? Wie lange ihr das Auto schon hatte, ne? Das hat erstens das und es hat halt alle Umbauten schon gehabt, glaube ich. Also das ist halt Endstufe. Weil wie oft hast du den schon foliert? Boah, also der wurde vor unserer Zeit auch schon foliert, aber wir waren dreimal. Das ist die dritte Folie. Ja, ja, krass, ne? Dritte Folie, ja. Schon krass. Und das ist natürlich, ja. Wie lange habt ihr hier an dem Design gesessen? Das Design hat tatsächlich Jean-Pierre selber gebaut mit seinem Grafiker. Mhm. Die haben lange dran gesessen. Aber war es so, Design-Buff drauf passt oder habt ihr das schon so ein bisschen verschoben auf dem Auto nochmal, dass das wirklich cool kommt am Ende? Wir haben halt auch nochmal unseren Grafiker und der hat dann nochmal so einzelne Sachen so ein bisschen verschoben. Aber es war nicht viel. Es war wirklich nur so, damit man gewisse Elemente noch sieht. Aber es ist schon so, dass das alles einen Sinn hat, wo welches Element sitzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man so ein Bild nehmen kann und einfach sagt, ich schmeiß das jetzt aufs Auto. Es sind zigtausend verschiedene Elemente, die einfach mal übereinander, nebeneinander gelegt wurden. Das war allerdings Jean-Pierre sein Auto. Ja, die aber so halt auch sitzen müssen. Also als Beispiel, es hat dann schon einen Grund, warum der Kopf so über den Türgriff und so weiter geht. Ja, mehr oder weniger, ja. Genau. Das wurde ja, das haben wir in der, wir haben einen Entwurf angefertigt auf dem Fahrzeug und da hat man es halt gesehen. Da hätte man dann beispielsweise noch vor- und zurückschieben können, aber das war schon so angedeutet. Ja, ja, ja. Wichtig bei diesem Fahrzeug, ich will das jetzt nicht loben oder so, das ist damit nicht gemeint. Aber die Übergänge. Das sieht geil aus. Ja, das sieht geil aus. Nein, aber die Übergänge, dass die halt passen. Ja, ja. Dach zum, ja, solche Sachen. Sowas alles so, oder? Was? Ja, so verschiedene Teile halt. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, wir haben eben gerade noch drüber gesprochen, dass ich es krass finde, dass das Breitbau. Jawohl, kalt gleich 8,5 wieder hier. Jetzt haben wir wenigstens gleich unsere Ruhe hier, weil jetzt laufen alle weg. Dadurch, dass die Übergänge so gut sind, sieht man das Breitbau fast gar nicht mehr. Es ist eine falsche Folie für einen Breitbau. Ist so. Ja, weil du nimmst halt durch die Grafik das Ganze. Ah, ja, aber ich finde einfach, der ist so breit und die Felge ist auch so tief, dass scheißegal ist. Ist auch scheißegal. Weil sie immer noch breit ist genug. Ist wirklich scheißegal. Nee, ist geil, auf jeden Fall. Cooles, ja, Projekt. Mega. Für uns ein cooles Projekt. Hab da mal wieder geil gemacht. Dankeschön. Feier ich. Irgendwann will ich auch noch mal so ein bildfoliertes Auto haben. Gerne, machen wir. Stehen ja ein paar Autos. Abarth wäre das richtige Auto dafür. Das stimmt. Abarth wäre geil. Da könnte man, weil ich war. Wie findest du das mit den Sichtkarbonverbreitern? Geil. Du hast das ja, glaube ich, erst ein oder zwei Tage vorher. Ja. Da habe ich es gesehen. Und ich fand's geil. Wobei das Foto auch Killer war, also das Foto, was ich da gepostet habe. Ja, aber live sieht das auch geil aus, muss ich sagen. Live sieht wirklich geiler aus als auf den Fotos halt. Ne? Genau. So, aber da könnte man nochmal irgendwas Witziges auf jeden Fall machen. Definitiv. Ja, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Wir sehen uns spätestens irgendwann in Dortmund. Irgendwann. Danke. So, jetzt ein Stand, wo ich ehrlich sagen muss, da hat sich einer am meisten Gedanken gemacht. Ja, also richtig gut. Der Stand von Frankie How Deep dieses Jahr, so mit diesen bunten Kästen mit den Klamotten drin. Es ist halt ein Modelabel, das heißt, hier sollen auch Klamotten verkauft werden. Finde ich schon, Frankie, Respekt, also Stand ist wirklich geil. Dafür, dass er der Grundstand wie die Jahre zuvor ist, nur halt so noch ein bisschen dran gearbeitet wurde. Und hier, damit wollte er eigentlich zum Bilzer Berg kommen, hatte so ein bisschen Angst, dass er zu laut ist. Der Flat Nose, einfach mit Straight Pipes, ist halt ganz was anderes als das, was wir eben gesehen haben. Ne? Ja. Weil es sind eher so, ja, so, ich sag jetzt mal so weiche Retrofarben, so mit dem Pink und dem Mint und so. Ne? Ja, ich find's mega. Passt aber halt auch zu seiner Klamottenkollektion. Und klar, das Auto an sich ist halt schon breit. Ne? Aber die haben schon alle, wir haben das bei dem Arbeit ja auch gemacht, die Kante einmal abgedichtet immer. Ne? Ja. Ja, aber Auto finde ich extrem schön. Vor allem halt auch wieder, das ist halt das Coole an der ersten Motorshow. Jeder hat so ein bisschen so sein Extrem. Ja. Und hier ist es halt in dem Fall wirklich die Unterbodenbeleuchtung auch zum Beispiel noch. Ne? Ja. So, dass Frankie das echt durchzieht. Und die Kiste. Ich finde, das hat was. Nee, ich finde es auch. Man darf halt nicht immer vergessen, wir sind ja schon hier
damit sich jeder ein bisschen absetzt. Also es soll ja nicht alles gleich aussehen. Genau. So, bei uns ist es halt immer so, wir sind hier eine Liga, die halt extrem technisch und extrem viel Leistung und eher so Viertelmeile, halbe Meile und so weiter. Und das hier ist halt wieder ganz was anderes und Jean-Pierre ist nochmal ganz was anderes. Und deswegen denke ich auch, dass wir hier zu dritt schon immer gut einen vorlegen. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Musik auskriegen. Dann gehen wir zu uns im Stand zurück und dann wird ein bisschen gescannt. Jawohl. So, Licht ist an. Erstmal, Daniel, meinen vollsten Respekt. Vielen, vielen Dank, dass du in den letzten Wochen so mitgeholfen hast. Ne? Danke. Hat auch jeden Tag hier mit aufgebaut, die ganzen Projekte gemacht, dies, das, jenes. In allerletzten Sekunde noch hier vorne, das haben wir noch gar nicht gezeigt. Nein. Ne? Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Komm her, da müssen wir gleich erstmal ansetzen. Das hat im letzten Video leider noch gefehlt, aber zieht euch das einfach rein. Daniel, das Gitter gescannt, konstruiert. Ja. 1,5 mm Alu, hat Alex dann schnell geschnitten. Der ist natürlich auch noch so verrückt, Chromfabrik, hat sich gedacht, er muss das Alus unbedingt nochmal absetzen und hat vorm Eloxieren das Alus abgeklebt und nochmal gestrahlt, dass die Oberfläche anders ist. Wahnsinn, ne? So, aber in dieses Gitter gleich mit rein konstruiert, die Aufnahmepunkte jetzt für die Bremsbelüftung. Und hier hängt jetzt halt, vor allem, man kann halt so schon auf die Bremse gucken, das ist halt eigentlich ganz geil, ne? Ja. So, ne? Achso, ja, und stimmig. Die ganzen Gitter natürlich gleich auch noch gemacht. Hier an der Seite fehlen noch, die kommen noch. Wird doch, oder? Ja, ich auch. Ich sehe es auch. Ich sehe auch ein schnelles Auto. Es reift alles. So, jetzt hat uns der Georg, Firma Sauerländer, diese dezente Kiste mal wieder zur Verfügung gestellt. Weil die eignet sich perfekt, um jetzt hier auf der Messe ein bisschen was vorzuführen. Nein, eigentlich wollen wir gar nichts vorführen hier, sondern Daniel hat die Gunst der Stunde genutzt und scannt einfach hier vor Ort ein paar Autos durch. Ja. Haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt. Egal, was du scannst es immer erstmal einmal, um dann in den Bauraum etwas reinzukonstruieren. Genau. So, und jetzt ist nämlich bei den Audis ein Riesenproblem, dass es dafür gute Sitze kaum noch Sitzkonsolen gibt. Ja, warum eigentlich? Ich weiß nicht, hat Recaro irgendwie aus dem Programm genommen. Ich habe ja noch bei mir, da kann es vielleicht 20 Stück von geben, originale Recaro Sitzkonsolen für den Pole Position Sitz. Gab es mal im RS4 B5 Sport, hieß der, glaube ich. RS4 B5 Sport, RS4 Sport. Gab es irgendwie nur 11 Fahrzeuge oder so von. Ganz wichtig, mit Audi-Nummer. Also mit Recaro und Audi-Nummer drunter. Ne? Dann 2X, aber schon mit einer 8D-Nummer, wie sie anfängt. Ne? Schon limited zwar. So, jetzt ist allerdings bei diesem Auto das Problem, das ist nicht ganz so einfach, ne? Ja, die Bodengruppe ist echt speziell. Ja, wir haben, ich glaube, also die originale Konsole ist ja hier mit so einem, sag mal schnell. Schiebeschip, genau. Sind die eigentlich gelagert irgendwie mit Teflon oder irgendwas? Nee, ist nur so ein Gummipuffer drum. Gummipuffer? Ja, also nur oben von unten und ist nur so ein Gummiding drin. Ja. Und dann krass gefettet, oder? Ja, wie? Ja. Okay. So ja. Gefettet, dass es immer am Teppich hängt. Geil. Ja, und dann hast du natürlich den hier, ne? Den Kran hier vorne. Genau, weil da rastet er ja ein. Ne? Also richtig. Man hat hier dann so ein Lochblech, was da so durchgeht und. Ja. Ja. Wie ist denn, du hast ja vorher Pole Position drin gehabt, oder? Ja. Wie tief sitzt du? Mit der Konsole, die Ingenieure sich damals überlegt haben, auch zu hoch. Also ich habe die gekürzt sofort. Okay. In dem Fall ist es jetzt einfach so, normalerweise machst du ja immer Laufschienen unter den Sitz, richtig, um den zu verstellen. Hier ist es so, die Konsole läuft in dem Auto, was ja eigentlich nicht zwangsweise bleiben muss. Also man könnte es ja auch so konstruieren, fest was reinmachen. Absolut, ja. Genau. Ich weiß aber, dass wir beide hier auf jeden Fall noch wild diskutieren werden, weil meine alten Konsolen waren aus Alu, ne? Ja. Also selbst der Rahmen da drunter. Komplett Alu? Ja. Du eskalierst da wieder, ey. Der Rahmen darunter war wirklich aus Vierkant Alu zusammengeschweißt. Ja. Deswegen. Ja, es wird spannend halt. Wir müssen halt gucken, wegen dem Kran halt, wie weit wir mit dem Sitz vorne runterkommen. Die Frage ist wirklich, theoretisch könnte man den ja auch wegmachen. Den, ne? Ja. Autos mit elektrischen Sitzen haben den nicht. Autos mit elektrischen Sitzen werden hier verschraubt. Ja, und die habe ich ja auch hierfür avisiert. Also im Endeffekt, du könntest dich ja davon trennen, oder? Ja. Gewicht, ne? Ist immer gut. Raus. Deswegen. Achso, du meinst, dass man ihn theoretisch hier und hier drauf schaut? Genau, richtig. Mhm. Weil dann haben wir auch eine Möglichkeit, noch tiefer zu kommen. Ja. Weil sonst sind wir da halt limitiert. Die erste große Frage wäre jetzt ja, bleiben wir bei diesem Schienensystem oder machen wir eine Laufschiene zwischen? Also ich hatte wirklich die Idee, das was du gerade sagst, dass wir einfach auf entweder Recaro Laufschienen umswitchen, normale flache Laufschienen oder irgendwelche Universalen. Oder wir nehmen vielleicht bis dahin die CNC-gefrästen, wenn die bis dahin fertig sind. Die bauen nämlich eigene Laufschienen bald. Und dann halt mit den Punkten kombinieren, das wegmachen und dann hast du halt eine ultra geile Sitzposition. Ja. Würdest du es hier aber auch zutrauen wie original? Ja. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, weil es halt schön original bleibt, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Weil hier ist es dann so, hier ist ein Gummipuffer drin, dass quasi die Schiene, die hier drin ist, oben und unten geführt ist. Weißt du, die ist einmal hier oben drauf geführt und einmal hier unten drunter geführt, ja, dass der Sitz da richtig starr drin ist.
Gehen tut das auch, auf jeden Fall. Also wir können uns ja die Originalkonsole ein bisschen zum Vorbild nehmen, ja, ja, und dann schauen, was Maximum geht noch, ne? Cool. Um da die Tiefe auf das System und dann noch die andere Version zu machen. So, Daniel hat auch dieses Mal, weil wir hatten das letzte Mal leicht mit seinem Laptop ein bisschen... Ja, und irgendwie hat gerade den Strom ausgemacht. Deswegen muss ich den jetzt nochmal hochfahren. Warte mal, ich habe mich schon gewundert, warum der einfach aus ist. Ja, super, Prost. Warte, ich muss das ganz kurz nochmal neu hochfahren hier. An der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank an die Firma Max Design, unsere Standnachbarn, die tatsächlich für uns mal kurz die Musik ausmachen. Ist ja nur noch an 7 anderen Ständen hier in der Hand. Gescannt hast du aber eben schon alles. Gescannt ist jetzt alles, der zieht das jetzt hoch. Was von dem Stand hast du jetzt alles gescannt? Ja, alles. Marius Golf. Hast du die Container gleich mitgescannt, dass wir den auch aus dem Vollen lesen können? Ja, auch die Klamotten. Nee, Marius Golf fürs Dashboard, damit da mal was Schönes reinkommt. Nicht nur einfach flache Carbonplatte, was sieht auch geil aus. Geht dann in diese Richtung? Das heißt wirklich, in das Armaturenbrett kommt halt ein Einsatz rein, wo die ADU da drin ist, ne? Ja. Ja, und er wünscht sich halt noch ein paar Switch-Schalter. Er hat ja noch irgendwie 2 Drehregler. Ja. Was stellt der eigentlich da ein? Den Limiter oder an den Drehreglern? Da kannst du theoretisch Ladedruck hoch und runter machen. Ah, okay. Wie war jetzt für dich das erste Mal Arbeit so zu sehen mit Tacho und wie wir das so versetzt haben und so weiter? Liebe. Geil, ne? Das ist irgendwie cool. Auch so ein Alcantara bezogen sieht einfach... Ja, ich würde jetzt sagen, es ist einfach, wenn du drin sitzt, ist es einfach stimmig, ne? Ja. Sehr stimmig. Ja. Ja. Und das Auto sieht wirklich, also für mich ist das mein Highlight der Messe, weil halt Rennauto, ne? Und ich meine, du kennst mich, ich liebe Rennautos. Ja. Die Limo natürlich auch, das hat mich jetzt riesig gefreut, da endlich mal mit dem Scanner reinhalten zu können. Ja, stimmt, das wollten wir mit den vorderen Sitzen schon. Ja. Ich überlege schon, was wir noch alles scannen können, bevor es zu spät ist. Ja, und der M3, natürlich, damit hast du mich ja voll weggecatcht, dass du endlich mal einen BMW im Stall hast. Ja, die Videoreihe dazu wird auf jeden Fall noch. Ja. Die wird noch interessant. Ja, wir müssen einmal hier kurz das Projekt laden. Ich hoffe, der gibt jetzt nicht auf, unser Baby hier. Nee. Aber der macht das schon, ne? Der kommt jetzt. Der kommt. So, Projekt ist geladen, ja? Maschine ist wieder da. Okay, das Gute ist, Daniel hat schon vorgescannt. Das heißt, wir können uns das jetzt einfach angucken. Ja. Ja, für uns ist halt wieder mal wie gewohnt der Bauraum interessant, ne? Dass wir wissen, wo wir hin müssen oder wie weit wir nach rechts müssen. Hier ist die Lenkrad-Mittelstellung. Das heißt, da weiß ich, okay, das ist deine mittige Sitzposition und daraufhin kann ich die Konsole jetzt wieder ausrichten. Ah, okay, du machst da immer direkt was rein hier? Ja. Direkt was rein, damit du quasi am Boden siehst, wo das Lenkrad steht? Ja, genau. Krass. Ich hätte jetzt auch theoretisch noch nebenan irgendwo Marker kleben können, rüberschwenken, dann hätte ich aber den ganzen Getriebetunnel wieder mitnehmen müssen. Und so ist es halt einfacher. Aber ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wie man in so kürzer der Zeit so detailliert, gerade auch so, wenn man diese Ausbuchtung so im Unterboden sich anguckt, ne? Ja. Die Details hinbekommt. Ne? Das ist ja noch nicht das Detailreichste. Also jetzt kann ich dir kurz zeigen, das ist ja noch nicht die High-End-Auflösung, ne? Wenn das als offenes Modell, jetzt rendert der halt wieder. Aber gleich kannst du sehen, wie krass detailliert das ist. Jetzt ist es schon fertig, guck mal. Ja, krass. Sieht aus wie so, sieht fast aus wie ein Bild, ne? Ne? Auch, das wird Mike doch wieder gut sehen, hier seine Dichtnaht, die er da gesetzt hat, auch direkt mitgescannt. Jetzt können wir die Marke noch schnell füllen, annehmen, das geht auch ruckelschön. Also diese Tracking Points, die werden dann als Löcher dargestellt, siehst du, und dann schließt er die. Ah, das sind die Punkte, die aufgeklebt sind. Genau, ja. Hier siehst du das noch, da nimmt er die nicht weg, weil das muss er nicht. Aber ja, jetzt. Mega. Okay, das heißt, du kannst mit deinem Team jetzt in diese Zeichnung einfach die Konsole reinkonstruieren. Ja. Das wird natürlich wieder ein optisches Highlight. Weil die Konsolen am Arbeit sehen halt einfach schweinegeil aus, ne? Danke. Muss man einfach so nochmal sagen. Und so ähnlich wird das dann auch aussehen und genau das will ich nämlich an dem Fahrzeug haben. Das zeige ich euch noch einmal. So, weil das Ganze sieht schon wirklich spacey High-End aus. Das ist schon nice. Ja, es kann schon was. So dieses komplette, frei gefräste, berechnete Design, ne? Ja. Ja, alles was geht, ne? Ja, Daniel, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die Konsolen. Ich freue mich generell auf jedes Projekt, was wir zu machen, weil es wird immer geil. Ja. Die Musik geht so langsam wieder los. Das heißt, jetzt erstmal Feierabend und wir gehen gleich in den Tuning Experience runter und dann geht's weiter. So, neuer Morgen, neues Glück. Wir gehen mal rüber in die Tuning Experience. Ton ist an? Ja. Ah, das macht doch zum Filmen gleich viel mehr Spaß hier. Wir sind nämlich vor Wochenende geht die Messe um 9 los. Das heißt, wir sind noch früher. Und sind auch tatsächlich ganz alleine hier. So macht das auch Spaß. Los geht's. Also wir können jetzt auch unmöglich hier so eine XXL-Führung machen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal kurz die Highlights an. Ja. So. Highlight Nummer 1. Imola Gelbe RS4 Limo.
kickt dich schon sehr, oder? Der sieht irgendwie so klein aus hier gerade, finde ich. Ja, aber er ist halt auch extrem tief. Genau, ich glaube auch, weil extrem tief. Aber auch die E89 Räder? Wobei, ich bin mir nicht, da bin ich jetzt nicht Experte genug. Ich würde sagen, die sind minimal anders. Der Stern ist größer, oder? Es wirkt tatsächlich so. Nee, nee. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach an den Dimensionen liegt. Das muss ein größerer Stern sein. Muss ein größerer Stern sein, weil das ist ja eine 20 Zoll, würde ich jetzt mal tippen, oder? Nee, auf jeden Fall geile Limo von den RS Hardcore Jungs. Gibt's auch schon länger. Ist halt so ein bisschen mehr, sieht man auch so an dem ganzen, selbst den Kühlergrillen, Carbon und so, ist so ein bisschen mehr in Richtung, ist halt so ein bisschen mehr dieser Tuning-Stil. Carbon-Spiegel, Carbon-Kühlergrill, Innenspiegel in Carbon. Tuning! Aber sonst gelb auch irgendwie geil. Ja, ich feier es auch mega. Also ich schwank auch, würde ich, mein nächstes Auto muss irgendwie entweder gelb oder rot sein, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall auch männliche Bremse vorne hinten. So, pass auf, hier, da fangen wir einmal an. Eigentlich gar nicht so der Corvette-Typ. Nee, aber das Ding ist irgendwie so flach, breit, dass es schon wieder irgendwie witzig aussieht. Also was witzig, sieht geil aus. Also so würde ich eine Corvette auf jeden Fall auch fahren. Definitiv. Hier finde ich Farbe extrem geil. Ich auch. M4. Ist das Originalfarbe? Nee. Boah, nicht, dass ich wüsste. Also kenne ich jetzt so nicht. Aber dadurch, dass der Rest hier auch mit Bremsbelägen und sowas alles drauf angepasst ist, würde ich sagen, dass es eine Wahlfarbe war. Witzig. Sind wir wieder bei dem Thema, dass nur eine Farbe gleich ein Auto zu einem ganz anderen Auto macht, ne? Weil wenn der jetzt hier in Schwarz stehen würde... Auch geil. Ist gleich ganz anderes Auto halt, ne? Ja, gerade gestern Abend noch drüber gesprochen. Mit Selim. Grüße gehen raus. Für mich ja eins der geilsten Autos hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich feiere es einfach, diesen Stil. Wir gehen uns einmal das Bett hinten angucken. Meinst du das Dachbett hier, oder? Nein, nein. Guck dir mal das Tiefbett an, Alter. Kommen wir mal auf der anderen Seite, da ist besseres Licht. Ja, das geht schon, oder? Sieht so ultra klein aus, das Auto dann auch, ne? Aber irgendwie sehen alle Autos hier so klein aus, weil die wahrscheinlich alle so flach auf dem Boden liegen, ne? Und was man hier jetzt wieder sieht, alter Ferrari. Und an den neuen immer noch exakt die gleichen Winkel. Ich überlege ja gerade, ob ich das Auto, wie er wirken würde, wenn er jetzt in Rot hier wäre. Ich glaube, Ferrari Rot wäre auch schon geil. Aber weiß. Du bist ja auch, dein erster Ferrari müsste ja auch rot sein. Aber weiß ist natürlich beim Ferrari ultra selten. Ja, hier von Krischi die Pritsche. Da kriegt er auf jeden Fall bald noch eine geile Grip-Folge im TV zu sehen. Mit dem waren wir nämlich schon unterwegs am Drehen. Ja, so Evos hier werden auch immer weniger. Also immer weniger im Sinne von, dass man die wirklich in freier Wildbahn mal sieht. Oh, hier war gestern noch eine kleine After-Hour scheinbar. Aber ist auch wieder witzig, diese BBS RS-Felgen, das ist halt ähnlich wie mit den Le Mans. Die kann man halt fast auf jedes Auto drauf machen, ne? Ja, wobei in diesem Stil so finde ich sie schon sehr Show and Shine. Ja, ist klar. Ist eigentlich halt, eigentlich ein Racer. Auch interessante Gurtstreben-Thematik. Soll ja eigentlich kein Überrollbügel sein, sondern das ist nur eine Strebe, dass man die Gurte ran machen kann. Auch nicht schlecht. Dafür kann man immerhin hinten noch sitzen. Kann sich der Mann hinten festhalten. Ich sehe im Hintergrund gerade schon ein Favorite von mir. Ja, ein paar Amis auch am Start. Bei den Amis ist es halt immer krass, wie riesig die Dinger sind, ne? Ja, extrem lang. Na guck mal, ist ja gefühlt, hinter Rückbank hat man nochmal 2 Meter. Ja, fahr mal mit dem auf der Straße, wie das aussieht. Also von den Proportionen im Vergleich zu anderen Autos. So, dann hier von Jan, V6 Biturbo Bus, kennt er ja auch. Und der kriegt bald auch wieder ein Upgrade. Aha. So schon wieder fast schade, dass die meisten Leute gar nicht sehen werden, was es eigentlich ist, weil halt alles zu ist. So, dein Favorite hier, Holly Hall, oder? Ja, ich finde das Ding ist einfach so gut gebaut. Findest du nicht geil? Doch, du meinst mit der dezenten Theke hinten. Ja, alles insgesamt, so der gesamte Look. Ja, ja. Schon echt gut, auch mit der Felgenwahl. Ah, guck mal hier, haben wir in dem gleichen Video schon drüber gesprochen. Ja. Schwarz matt mit schwarz glänzend, die Felge. Aber, wenn ich hier jetzt drauf gucke, ist wieder so ein Kandidat. Ich sage dir, wenn der Uni schwarz wäre und nicht schwarz-metallic, würde es noch mal heftiger aussehen. Ja, das kann sehr gut sein. So, weil hier sieht man jetzt gerade mal, wie extrem schwarz-metallic immer ist, ne? Ja, ja. Also klar, hat man keine Auswahl, ne? Wird schwarz-metallic gewesen sein. Ist so auch geil. Bei den Jungs bin ich mir nicht sicher. Zu dem schwarz-metallic wieder ist natürlich der Kontrast dann krasser zu einem schwarz-matten Aufkleber. Ja, die Kombination finde ich halt auch immer mega gut. Und halt auch nice, dass das hier durchgezogen ist zu den Felgen dann im Vergleich und so. Das passt schon mit der dezenten Theke. Ja, 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 ja. Auch ein Fahrzeug. Kommt oben auch aus der Rostocker Gegend von Krischi. Wollte ich immer mal vorstellen. Alleine wegen dieser krassen Front. Müssen wir nochmal machen.
weil auch über Jahre extrem sauber gebautes Auto. Ja, also die RS Hardcore-Jungs müssen scheinbar den ganzen Fuhrpark hergebracht haben. Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, jetzt können wir uns erstmal angucken, was Watson hier so gebaut hat. Ja, das ist halt einmal so GT3 RS und einmal alles. Weil, also erstmal überhaupt ein GT3 RS nehmen, ne? Dann Luftfahrwerk, Turbo-Umbau, alles an Carbon ran, was irgendwie in Carbon ran kann. Noch ein bisschen Racing mit der Hebeanlage an der Seite und so weiter. Kann man so machen, sagst du. Da muss man auch schon echt einen Nagel im Kopf haben, um das so zu bauen. Aber wir kommen gleich zu einem anderen Projekt von denen, das ist auch nochmal genauso. Okay. Aber das Carbon sieht geil aus. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung von, was alles original ist. Ich denke mal, relativ viel davon ist original. Ja, das weiß auch, sprich Haube und Dach wird auf jeden Fall original sein, denke ich mal. Kann man sowas? Das kann ich nicht beantworten. Da gibt es vielleicht Experten, die das können. So, das Auto kennen wir auch. Kaspar hat es auch zur Messe geschafft. Mit dem 1er. Ist auch verrückt, was hier manche Leute ranbringen, ne? Ja. Also das ist schon immer wieder geil hier. Auch für Außenstehende ist es, glaube ich, schon cool, hier durchzulaufen. Weil wirklich die Autos... Also wirklich alles querbeet dabei. So, weil wenn man denkt, es geht nicht noch... Er ist Hardcore. Mit ihrem dezenten... Cheyenne Turbo gespannt. Cheyenne ist Spaß, das sagen wir so aus Spaß. Also er meint das nicht ernst. Cayenne. Ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich auf Cheyenne sind wir nur wegen Watson gekommen, ne? Ja. Weil der halt auch den ganzen Tag immer so viel dünnes labert. Irgendwie sind wir da auf Cheyenne gekommen. Auf jeden Fall Caddy, so auch noch nie gesehen. Manche bauen einen Pushrod, die bauen halt einfach gleich zwei Dämpfer hinten hin. Ja. Und dazu diesen abgelegten Trailer. Auf BBS-Rennsportfelgen, ne? Ich wüsste echt gerne mal, da würde es mich fast schon reizen, wie das Ding fährt, würde mich mal interessieren. So, weil mit dem dünnen Reifen und so weiter, würde mich mal interessieren, ob das so ist, Autobahn 80 oder ob das schon noch normal fährt. Was ich aber gut finde, ist hier dieser Vorbau, weil der wird schon extrem viel Dreck weghalten. Ja. Wir sind übrigens immer noch nicht fertig bei dem Fuhrpark, wie ihr im Kennzeichen seht. Also die haben den ganzen Markt an BBS-fähigen Scheiben aufgekauft. Das ist der Stern, den ich auch habe. Siehst du, der ist gleich kleiner, ne? Wo ich ja nicht so der Fan von bin. Ach, ich finde die geil. Auch also dieses, es ist halt einfach eine originale BBS-Rennsportfelge. Ja. Darf man immer so nicht vergessen. Das ist halt einmal E46. Das wird ein Pandem-Kit sein, ne? Ich meine es gesehen zu haben, ja. Ja, ich meine Pandem-Kit, Alter. Okay, aber das ist jetzt hier auf jeden Fall der Pokal für das meiste Tiefbett. Wir müssen hier leider einmal kurz rübersteigen. Mehr Tiefbett geht nicht. Und auch wieder BBS RS. Das ist 1:1 die Felgenkombi, wie ich sie damals auch gebaut habe für meinen Strichachter. Ja. Da kommen wieder unendlich Fragen. Wann geht's mit dem Projekt mal weiter? Ja, nee. Also ich weiß nicht, wie viele Fragen ich hier auf der Messe beantwortet habe, wann es mit dem Lambo weitergeht. Erst Limo und Abarth fertig machen, wenn die Autos fertig sind, dann geht's mit Lambo weiter. Also ich denke mal so frühestens Mitte des Jahres. Hab jetzt schon wieder, wenn man auf so einer Messe ist, denkt man ja so ans nächste Jahr, wie kann man nochmal einen draufsetzen und so. Und ich denke mal eigentlich so nächstes Jahr wäre glaube ich der Zeitpunkt mal gekommen, wo Lambo hier sein muss. Lambo ist allerdings das Krasse. V10 Biturbo, der muss einfach laufen. Den kann ich nicht auf eine Messe stellen, ohne dass er läuft, weil dieser Sound wird einfach so geil sein. Das muss endlich mal ein Auto sein, der auch läuft, den man auch mal anreißen kann. Ne? Ich finde, es ist weniger golflastig geworden. Weißt du, eine Zeit lang war ja Wörthersee Essen Motorshow wirklich Golf 5, Golf 6, Golf 7 ohne Ende. Das ist wirklich weniger geworden. Ja, aber ich finde die Farbe ziemlich cool hier. So Pistazie. Mhm. Ein bisschen wieder eine Hoodie von uns mal. Ich würde sagen, die Musik wird nämlich schon wieder lauter hier. Tuning Experience. Großen Respekt an Sven, welche Autos du hier wieder zusammengewürfelt hast. Ihr kriegt jetzt zum Abschluss ein paar Sequenzen von einem Auto. Das gibt es so lange schon, wie ich denken kann. Also als ich mit Tuning angefangen habe, hatte Jörg seinen Golf 1 nämlich schon fertig. Jörg Ballermann. Ich will jetzt mit Absicht zu dem Auto nicht hingehen, weil ich würde das Auto lieber in dem ganzen Video vorstellen, weil der auch garantiert Geschichten erzählen kann. Deswegen würde ich sagen, ihr kriegt jetzt von dem Auto noch ein paar cinematische Szenen. Und das war's von der Essen Motorshow. Bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ja.
Aber war geil, war mega. Wir werden bestimmt noch ein paar Mal drüber reden. Wir gehen auf jeden Fall mit einem Grinsen nach Hause und sind einfach nur happy. Ciao und danke fürs Zuschauen.